Hallo, der Trimax hier. Heute ist es endlich soweit. Es geht nach Istanbul. Ihr habt schon unfassbar oft gefragt. Es geht zur Haartransplantation. Wir sind alle ein bisschen aufgeregt. Es wird geil. Wir haben uns extra alle Haare kurz gemacht. Es kracht hier auch schon komplett. Es ist immer die Frage, wann geht's los in die Türkei? Jetzt ist es soweit. Wir machen das Ganze mit Elite her. Alle Infos dazu folgen noch. Was denkst du? Was ich denke? Und Leon ist auch dabei, Kameramann hier. Kennt ihr von alles nur produziert und gefilmt? Für mich geht's auch dahin. Sau stark. Ey, wir werden so toll aus Istanbul hier ankommen, mit so einem Stirnband um, aufgedunsenen, blutigen Kopf. Wir wussten nicht, wer in der Mitte ist, auf dem B-Platz. Der sitzt zwischen mir und Henki. Der wird gar keine Armlehne haben und das ist Chef Strobel. 31b, aber er weiß noch nichts von seinem Glück. Der kommt irgendwo da hinten erst. Das ist so richtig, dass du auf seiner Seite bist. Ich hab selber keinen Platz. Hast du schon mal komplett ohne Armlehne geflogen? Ja. So, wir sind in Istanbul angeguckt, Flug war sehr chillig. Zwei Sachen. Chef Strobel denkt, wir verarschen ihn und haben seinen Koffer versteckt. Haben wir aber nicht. Alle haben unsere Koffer, aber Chef Strobel hat ihn noch nicht. Und wir haben uns hier hinter diese super solide Stahlbetonsäule gestellt, weil da sind überall herrenlose Gepäckstücke. Und hier ist, ich find's, hier ist es chillig. Hier finde ich es richtig gut. Digga, was macht Chef Strobel denn da? Hat der ihn? Ist er das? Digga, Chef Strobel, der kam hier schon zweimal vorbei und du chillst die ganze Zeit am Handy. So Leute, wir haben hier Riesenprobleme nicht. Wir sind so die übertriebensten Touristen, die ultra gescammt werden. Das versuchen wir zu verhindern. Spendi hat sich eben gerade 10 GB für 50 Euro gekauft. Was schon mal völlig dämlich ist, das ist viel zu teuer für hier. Richtig Mist. Dann wollten wir gerade Geld tauschen, da stand Simple Exchange und sowas, Best Price an so einem Automaten. Henki wollte 120 Euro abheben, Geld wurde von der Karte abgebucht, aber das Geld kam nicht raus. Also wir haben hier, ich halte mich erstmal ganz entspannt raus. Ich bin hier ganz sicher, wir berichten, wie es weitergeht. Oh, ist das geiles Wetter, das liebe ich, das ist mein Lieblingswetter. Ich habe die dicksten Hoodies dabei, Winterjacke des Todes. Alle meinten, der türkische Winter ist so kalt, das ist hier Minusgrade, es sind 17 Grad. Das Wetter? Richtig geiles Wetter. Das ist wirklich geil, aber... Du hast gesagt, Minusgrade. Eigentlich ja, deswegen hat mich auch gewundert, dass 17 Grad, ich schicke einen Sonnenbrand. Ja, das macht aber gar keinen Sinn. Wir müssen Sonnencreme kaufen jetzt. Weißt du, was richtig geil ist? Ja? Ich bin so gespannt, nach einer OP, okay, es schwillt immer der Schädel. Ja, Und ich bin wirklich gespannt, wo es bei dir hingeht. Bei mir wird's krass, weil ich habe so einen riesen Kopf. Du hast einen größeren... Ich sag, das wird ein Rekord. Ich werde so scheiße aussehen. Aber das ist dann geil fürs Thumbnail. Das wird so scheiße aussehen. Ich gehe direkt in die Klinik. Ja, und dann. Bluttest. Ich wieso, was ist? Wieso, wofür brauchen wir einen Bluttest? Warum? Ja, um zu gucken, ob alles gut ist bei dir. Du blutest bei der OP, Bro. Also hier war ich nämlich. Okay, also hier war ich nämlich. Das ist die komplett neue Klinik von Elite her. Ich weiß auch nicht. Wenn ich das organisiert. Wir haben schnell nachgewachsen nach Polen wieder, ne? Ja, das ist krass. Krass. Habe auch vorhin schon im Auto gesagt, ich wäre einfach eine gute Hairline. Aber naja, du hast gesagt, du hast eine große Stirn. Ja. Du möchtest, dass es ein bisschen rund, die Stirn ein bisschen kleiner haben. Bis hier wollte er. So, dann so. Gut, nicht weitergekommen. Ich mag an sich Blut abnehmen nicht. Also ich mag Spritzen, finde ich kein Problem, auch was zu bekommen. Aber Blut abnehmen, ich weiß nicht, mir wird immer schwindelig dabei. Warum? Ich kann keine Nase sehen. Ist sie noch drin? Press? Nein, ist sie nicht. Ach so. Digga. Oh mein Gott. Ja, Peter, weißt du, wann ist es? Ich hab... Über. Was war das für ein Test eigentlich? Ja, wir haben hier einfach Rommel getroffen, das war gar nicht abgesprochen, der ist einfach auch hier. Da ist er. Was geht ab? Was geht ab? Wir sind jetzt hier im Norden Istanbuls, gehen jetzt gerade von der Klinik zu Fuß. Wir gehen jetzt erstmal Burak. Kennt ihr aus vielen Memes, er ist der Typ mit den riesigen, riesigen Portionen, der immer gut drauf ist und lächelt. Und der soll unglaublich geiles Essen haben und tolles Fleisch. Und wir haben heute Morgen nur gefrühstückt. Wir haben jetzt richtig Bock. Wir sind seit 6 Stunden in Istanbul, er ist seit 6 Stunden am Handy. Dein Koffer ist im Flughafen immer noch am... Jovi, nehmt mal das Handy weg. Und ja, ich mag keine Soßen. Gerne.
Er macht schon nichts. Okay. So gekämpft mit der Hauptspeise. Jetzt haben wir noch Nachtisch. Richtig, so richtig. Nein, wir teilen uns. Dachte schon. Mein Lieblingsnachtisch. Wie heißt das? Kühne Fett? Doro Agresiva. Das ist sehr geil. Doro Agresiva. Irgendwie süßer Käse mit so Teigfäden. Eis dazu mit Pistazie. Unglaublich geil. Wir wollten gerade die Rechnung bestellen und bezahlen. Er hat gesagt, er macht gerade noch einen riesen Früchteteller fertig. Das ist, ich kann mich nicht umdrehen. Der Schuh, was machst du? Der Schuh hat Nerven zusammen, wer zu viel gegessen. Ey, was? Wir haben es nicht, aber so wie du hier gerade. Das war unglaublich. Bleib mir das da lang. Ja, geh mal da rein. Das war alles lecker. Das war alles lecker. Das Brot und die Vorspeise, das Steak, das Lamm. Einfach richtig geil Laden. Wir fahren jetzt zur Klinik. Und da wird unser Kopf 3D gescannt und mit einer AI gecheckt. So, weiß ich aber, ich weiß auch nicht, also tatsächlich. Spendi, was machen wir jetzt? Machst du mal, du weißt mal besser. Kopfanalyse machen wir jetzt. Kopfanalyse? Mit der KI. Guck, hab ich richtig gesagt. Da kommt gesagt. So ein 3D-Scan. Ja, ich glaube, das hab ich gesagt. Ja. Und dann, geil, Alter. Hast du es gesagt? Hat er nicht gesagt, doch, niemals. Hab ich gesagt. Okay, ja geil. Krass. Da hast du doch komplett den Überblick. Ich hab voll das Briefing mitgenommen. Genau, aus einer Haarwurzel kommen dann mehrere Haare raus, ja. Das ist dann bei männlichen Personen ist es 2-3er dementsprechend Krebs, die dann meistens vorhanden sind. Sehr, sehr, sehr viele Tests hier gemacht. Jetzt aber deine Haarwurzel. Wie komisch steht die ist wieder aus so dicht nach. Ich habe noch nie so dicht meine Kopfhaut gesehen, als sie mit ihrem Scan-Gerät da lang gegangen ist. Geil sieht eine Kopfhaut nicht aus auf Zoom. Ich habe richtig dicke Borsten. Digga, was ist das? Das sieht aus wie von einem Hund. Tobi ist der Einzige, der immer seinen Rucksack mit hat. Ja. Aber warum? Warum hast du so. Du hast ihn auch gerade vergessen, du hast ihn gerade auch geholt. Ja. Warum? Was ist da drin? Warum brauchst du deinen Rucksack immer? Da ist mein Ausweis drin. Also okay. Reisepass. Warum hast du die in deiner Hosentasche oder dein Portemonnaie weiter? Der Reisepass halt, mein Ladekabel. Okay, sehr handysüchtig, weil. Ja, iPad. iPad, krass. Hi. Okay, krass. Krass. Damit habe ich nichts zu tun, das hat Elite organisiert. Was für eine krasse Schiff. Das habe ich also organisiert. Das hast nicht du organisiert. Doch, habe ich. Bro, du kriegst doch nicht mal 2 Subs organisiert. Sie meinten, wir machen eine Fährfahrt über den Bosporus. Da dachte ich, so ein dickes Touri-Schiff mit 100 Leuten oder so. Alter. Ja, und das ist geil, Mann. Das ist krass. Ich setze mich jetzt hier hin und werde das einfach mal genießen. So Leute, hier ist besonders, da ist Europa und da ist Asien. Oh, jetzt aber Sonne. Oh, wir drehen wieder. Ey, ich glaube, du blockierst den, ne? Der will nach rechts und du gehst nach links. Er sagt es doch gar nicht. Guck, guck, es geht nach rechts. Warte, auf jetzt. Jobi. Es könnte immer noch Zufall sein. Ich habe jetzt 5-mal gelenkt und so ist es passiert. Wir probieren es jetzt nochmal, ich mach mal nach rechts. Er denkt, es war Zufall. Es gibt auch so eine Tradition, dass wenn du die Flüssigkeit getrunken hast, kippst du den Kaffee. Wartest halt ein bisschen und dann kann man sozusagen deine Zukunft lesen. Ich wollte nur ein bisschen Koffein haben. Packst du das hier so rauf? Ja. Und jetzt musst du es kippen, weil es ist ja deine Zukunft. Und jetzt kippen. Einmal kippen. Aber auf den Tisch aber hinstellen jetzt. Und jetzt, warte ein bisschen. Scheiße. Du hast eine halbe Scheiße auf dem Tisch. Ich hab gesagt, das sieht aus wie ein Scheiß. Daher.
wir sind jetzt seit 30 Minuten auf dem Schiff und Chef Strobel, er weiß es schon, er hat 30 Minuten am Handy gechillt. Stimmt nicht. Aber wir haben jetzt hier gerade eine Drohne fliegen lassen für geile Aufnahmen. Oh nein. Polizeischiff ist da. Vier Polizisten kommen jetzt an Bord. Der Typ, der die Drohne gestartet hat, kriegt so Ärger. Nein, die filmen, wir nicht, das gibt so Ärger. Nein, wir gehen da nicht, wie Rohan, ne? Digga, der frisst doch. Hä? Sorry. Das war so Absicht, du wolltest mich so ins Wasser schmeißen. Tür, hör auf mit den Spaß. Hör auf. So, Tag der OP. Heute ist es soweit. Es geht los, heute 2 Tage Untersuchungen. Sieht alles gut aus. Ich glaube, bei Spendi wird das Ganze nur 1-2 Stunden dauern, bei den anderen so 4 Stunden. Bei mir und Leon bis zu 8. So sieht das Ganze aus. Gleich wird, glaube ich, nochmal der Kopf rasiert. Spendi ist aufgeregt. Bei mir geht's. Vor uns waren hier schon 1 Million Leute dran. Hier ist so ein Schichtbetrieb. Die kommen hier am Fließband, am laufenden Band Leute rein mit Geheimratsecken und kommen mit einem roten, angeschwollenen Kopf und einem Stirnband wieder raus. Da sind so viele Leute drin. Das ist die neue Klinik. Elite sind die besten weltweit. Da machst du nichts falsch. Ich habe 2 iPads dabei, 1 für Clash of Clans, 1 für Serie, da habe ich noch mein Handy, die werde ich alle komplett durchzocken. Clash of Clans Update kam gerade, ich habe genug Content, also ich habe richtig Bock auf die OP. Ich hoffe, ich schlafe nicht zu viel, dass ich auch ein bisschen farmen kann. Ja, komm, geh mal rein. You drink a little bit alcohol. If you can take it down next 2 weeks, it's better. Okay. Zu vermeiden, dass es hier eine Lücke entsteht, werden wir auch hier es füllen, ja, diesen Bereich von Anfang an. Dann sind wir einen Schritt schon vorher. Ja, gut. Ja, das sind ja die Experten, ich vertraue dir komplett. Wenn die sagen, das ist sicherer, da auch noch ein bisschen was reinzumachen, weil das sonst in ein paar Monaten auch ausfällt. Warum nicht? Das ist so verschickt aus. Also, bist du so ein Film mitspielen, weißt du? Und das ist so, da bist du so geschminkt. Okay. Dann bist du irgendein Avatar. So. Latschen bekommen und ein Oberteil. Ich glaube, das soll eigentlich so locker sitzen, aber ja. Okay. Ich werde jetzt hier so eingepackt. You're feeling cold? Gut drücken. No, it's fine, thank you. Okay. Hast du dich schon gefilmt? Nee. Schwer. Ja, Leute, guckt euch hoch hier. Damit er hier mit rein kann als Kameramann. Sieht einfach so aus. man muss ja so Puschen tragen, aber die hatten die nur in 41. So sieht das aus. Leute, ich krieg gleich so ein Sleep-Deep-Mittel. Da soll man nichts merken. Der Schmerz hat zur Fahrt geht nur 15-20 Minuten, wenn die Kopfhaut aufgedunsen wird. Okay. Du trägst gewünscht. Jetzt 10? Ja. 1, 2, 3. So Leute, die OP ist durch. 6,5 Stunden. Ich habe eigentlich nur gepennt. Also das Betäubungsmittel, dieses Sleep Deep, wir waren komplett weg. Also ich dachte, ich werde auf der Liege durch den Raum geschoben oder sonst was. War super entspannt. Dann hieß es nur einmal umdrehen, Sir. Habe ich wieder gepennt. Also die OP kam mir vor wie 20 Minuten, aber sie ging 6,5 Stunden. Also das war sehr, sehr geil. Schmerzen hatte ich auch keine. Einmal so ein leichtes Zwicken, dann wurde nochmal nachgespritzt, dass da auch alles cool ist. Aber sonst mega zufrieden. Was bei euch? Ja, bei mir war es auch komplett so diese Interstellar-Szene, wenn ihr die kennt, wo ihr durch die Dimension fliegt. So war es für mich. Murat hat ein Video von mir aufgenommen, wie ich zähle. Und danach hatte ich die ganze Zeit so Fieberträume, dass ich durch den Raum auch geschoben werde. Ja. Und ich sehe so flackerndes Licht und Fall. Und auch bei dir, wie bei dir, please turn around, sir. Ja. Dann war ich wieder da und null Schmerzen gehabt, gar nichts. Das war krass, wir hatten alle den gleichen Trip. Also alles war sau ähnlich, bei dir auch, ne? Ja, also mein Sleep Deep war genauso, wie die Jungs beschrieben haben. Ich habe auch die ersten 3 Stunden habe ich komplett durchgepennt. Dann wurde ich quasi auch umgedreht. Dann ging es los mit dem Einsetzen und sowas. Dann Mittagspause gehabt, gegessen und dann auch einfach permanent wieder eingeschlafen. Also es ist super schnell verflogen. Ich glaube, ich habe auch 6,5, 7 Stunden jetzt,
wurde auch alles gemacht, also wirklich super entspannt gewesen. Ich bin ultra froh, jetzt durch zu sein. Jetzt beginnt die Heilung. Es könnte noch mal so ein Schockloss, dass alle Haare ausfallen, aber die Haarwurzeln sind drin. Das wächst dann wieder nach in 2, 3, 4 Monaten. Ich werde ja Daily streamen, das heißt, ihr werdet den Progress da sehen, wie es vorangeht. So Leute, 5 Tage später mittlerweile. Ich wollte noch mal sehr gerne ein Fazit zu dem Ganzen geben. Wir haben direkt nach der OP dann noch mit Spendi und Chef Strobel Videos aufgenommen. Die sind sehr, sehr geil geworden. Die könnt ihr noch gerne abchecken. Erste Nacht war in Ordnung. Direkt am Hinterkopf ist schon völlig okay, also den kann ich schon komplett waschen. Ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Ich musste ja schon mal nur auf dem Rücken schlafen, wo ich hier mein Handgelenk kaputt hatte oder doppelter Schlüsselbeinbruch, was super nervig war. Das kannst du damit überhaupt nicht vergleichen. Gar keine Probleme gehabt mit dem Nackenkissen. Schlafen war wunderbar. Kommt so ein bisschen Flüssigkeit raus. Das Kochsalz kommt wieder raus mit einem ganz kleinen Anteil Blut noch mit drin. Aber alles super, super entspannt. Ich habe keine Schmerzen, keine Schmerztabletten danach mehr genommen, obwohl man das eigentlich machen soll, weil das so ein bisschen Entzündungshemd auch sein kann. Habe ich aber nicht gebraucht und dann weggelassen. Das ging bei mir wunderbar. Ich habe kein Jucken, keine Schmerzen, nichts. Also ich bin wirklich, was das angeht, sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Warum habe ich mich für Elite Hair entschieden? Spendi war da schon mal und fand das sehr geil. Ich habe nur von Kollegen geile Reviews gesehen, alle waren damit zufrieden. Es ist die größte Klinik, da machen hunderttausende Leute, haben das da schon vorher gemacht. Es wird immer weiter verbessert. Ja, auch die Sleep Deep Methode, um das Ganze, auch die OP und alles, der Service davor, war einfach eine unfassbar krasse Klinik. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe mich da gar nicht so viel vorher drauf vorbereitet, habe einfach drauf vertraut, wenn die anderen sagen, das ist geil, und kann wirklich nur positiv davon berichten. Nichtsdestotrotz ist das Ganze natürlich eine Schönheits-OP. Ihr wisst ja, bin auch insgesamt ein großer, kein großer Fan von, schon ein Gegner, dass jeder Influencer drin oder so gleiche Nase, gleiche Lippen, alle die gleichen OPs, alle sehen gleich aus, schwere Eingriffe und sowas. Ich finde, hier kann man bei der Haartransplantation nochmal ein bisschen differenzieren. Du ziehst dir einfach, weil ich auch genetisch bedingt da nicht so, da habe ich da den Kürzeren gezogen, sowohl Opa, mütterlicherseits, als auch mein Vater und Opa väterlicherseits und so weiter und Onkel und alle mit 25 keine Haare mehr. Da habe ich noch Glück, dass ich überhaupt hier hinten Haare habe. Es ist wirklich Haare von hinten nehmen, nach vorne packen, die eigenen. Es ist ein Eingriff, es ist eine blutige Angelegenheit, auch wenn man gesehen hat, was da so tatsächlich passiert. Es ist nicht ganz ohne, aber verglichen zu allen Schönheits-OPs finde ich es noch absolut vertretbar. Wobei jetzt auch nicht jeder das machen soll. Das machen gerade sehr viele. Ich war auch bei der Baller League gerade und dann haben viele gesagt, oh geil, du hast dich getraut, ich will das schon seit Jahren machen, cool, dass du das gemacht hast und wie ist es? Es ist ein viel, viel größeres Thema, als ich dachte. Mir ist es jetzt nicht so wichtig. Ich hab die Glatze auch gerockt. Das war cool. Meine Freundin hat sich ganz doll gewünscht, dass ich bei der Hochzeit nochmal wieder Haare habe. Ich habe gesagt, okay, ich werde wenn hier hinten anfangen, die Haare auszufallen, dann lasse ich auch los. Ich mache dann nicht noch Haare von den Seiten hier nach hinten. Dann nehme ich mir die Barthaare, klatsche die mir nochmal drauf. Glatze ist voll in Ordnung. 5 Leute bei mir aus der Mannschaft haben eine Glatze, das steht allen. Chef Strobel hatte eine Glatze, Kuba hatte eine Glatze, ich hatte eine. Es sah bei allen gut aus, okay? So viel ist da nicht bei. Wenn man sich da informieren möchte, könnt ihr das sehr gerne machen. Ich habe sehr viele positive Erfahrungen mit Elite Hair gesammelt. Da findet ihr auch einen Link in der Beschreibung, wo ihr euch informieren könnt. Denkt drüber nach, lasst euch beraten. Nur weil ich das jetzt gemacht habe, heißt es nicht, ihr müsst es machen. Ich war dort aber zufrieden und an der Stelle auch nochmal ein dickes Danke an Elite Hair und Danny, der das Ganze da auch noch vor Ort organisiert hat und die coolen Tage in Istanbul. Meinung sehr gerne in die Kommentare. Ihr seht es ja jeden Tag, ich streame ja jetzt jeden Tag. Es geht jetzt ja auch 5-Tage-Stream los. Ihr seht den Heilungsprozess. Kann dauern, kann bis zu 12 Monate dauern, bis man dann volles Haar hat und sich das komplett entwickelt hat. Kann aber auch schon so nach 1-2 Monaten sehr krass aussehen. Ihr seht den Heilungsprozess. Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Tschüss.